Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte gerade ganz spontane Idee und zwar habe ich doch damals mal diese Videos gedreht. Dieses Video endet, wenn. Einmal, wenn Leo Auto sagt. Und was sollte Leo noch einmal sagen? Nein. Genau, ich glaube, das Nein-Video ist nur ein paar Sekunden lang geworden. Die Idee jetzt ist, beide Kinder schlafen gerade gleichzeitig. Sowas passiert vielleicht einmal die Woche. Die waren einfach gerade mega müde, wir haben beide ins Bett gepackt. Normalerweise gibt es diese Situation nicht und wenn, dauert sie nur ein paar Minuten. Und jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier und ich dachte mir einfach, ich drehe jetzt so lange dieses Video, ich vlogge euch hier so krass durch die Gegend. Ich mache alles, alles, bis eins der Kinder aufwacht. Beziehungsweise eins gibt's halt nie, die Zimmer sind gegenüber und wenn eins wach ist, dann schreit das so laut, dass das andere auch wach ist. Meistens auf jeden Fall. Mega blöd, wenn das nachts passiert. Das heißt, das Video endet, wenn das erste Kind aufwacht. Das Video endet, wenn ein Kind aufwacht, genau. Ich wollte mir eigentlich noch, bevor ich mein Video starte, meine Haare ein bisschen wixi wachsen. Genau. Das mache ich dann jetzt. Soll ich die Leute mitnehmen oder willst du in der Zeit irgendwas machen? Oder? Übrigens, ich werde auch ein paar Cuts setzen. Also ich will jetzt hier nicht, dass das Video nachher eine Stunde wird. Also eigentlich will ich schon, dass das Video eine Stunde geht. Das bedeutet nämlich, dass beide eine Stunde pennen würden. Bianca, ja, ich kann euch in der Zeit was sehr Interessantes zeigen und zwar... Fein siehst du aus. War das jetzt ironisch gemeint? Also, passt auf. Leo hat gestern mit Knete gespielt und hat seinen ganzen Pulli mit Knete versaut. Unter anderem, wo ist er denn? Ein riesengroßer Fleck hier. Und irgendein Schlaubi hat mir den Tipp gegeben, ich soll den Pulli einfrieren, dann könnte man die Knete mega easy abpillen. Dem war nicht so das Gleiche. Das Ganze habe ich gerade eben versucht zu machen und der Fleck ist immer noch da. Das heißt, ich muss jetzt hier pütteln, was das Zeug hält oder der Fleck geht nicht mehr raus. Ich versuche nochmal ein bisschen zu pütteln, also ein bisschen... Fertig. Boah, das ging aber schnell. Ja, ich bin so froh. Okay, kurzer Insider-Fact hier am Rande. Julian war früher... Ich muss euch mal irgendwo anders hinstellen, weil das Licht ist gerade wirklich miserabel hier. Aha, guck mal, so habe ich da schon. Der Julian... Oh, dieses Licht hier in der Küche ist wirklich... Der Julian war früher, was seine Haare anging, der krass... eitelste, sagt man das so, Typ aller Zeiten. Der hat teilweise dreimal seine Haare neu gewaschen, wenn ihm das nicht gefallen hat, wie er die gemacht hat. Und ist wirklich jeden Tag nur mit perfekt gestylten Haaren aus dem Haus oder aus der Wohnung gegangen. Und mittlerweile läuft er auch ab und zu mal mit ungemachten Haaren rum oder macht einfach so zack, 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 wie jetzt gerade, und dann ist er fertig. Finde ich sehr cool, dass er sich dann... Ich hate überhaupt nicht, aber ich habe dich gerade gelobt. Ich hätte auch nie gedacht, dass das Video so lang bis jetzt schon geht. Ich hätte gedacht, dass auf dem Weg nach oben eigentlich schon ein Kind aufwacht. Soll ich aber... Was können wir jetzt sinnvolles machen? Ich wollte jetzt kurz sagen, dass wir ein paar Weihnachtsgeschenke zeigen könnten, aber... Das ist natürlich eine äußerst dumme Idee. Das geht ja nun wirklich nicht. Du könntest... Oder ja? Wir... Nee. Doch, ich habe eine Idee, wir könnten wirklich ein Weihnachtsgeschenk zeigen, was wir dem Leo vielleicht schenken. Findet ihr übrigens, dass meine Haare kahler sind? Könnt ihr mal bitte alte Videos angucken und gucken, die Stelle hier habe ich schon ein paar Haare weniger bekommen, oder? Würdest du sagen, dass weniger Haare Sagst sind? Du das jetzt einfach nur damit hoffentlich ganz viele Leute schreiben, nein? Ich wollte eine ehrliche Meinung hören. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie schreiben, nein, das ist nicht so, Julia. Aber wisst ihr, was das richtig traurig ist? Ich freue mich immer, wenn sich coole Kooperationspartner bei mir melden, aber... Ich habe in letzter Zeit so viele Anfragen für Haartransplantationsfirmen. Ich glaube, schon drei verschiedene Firmen haben sich gemeldet, ja, dann bei mir. Mach das doch einfach mal, du alte Sau. Du, ich lasse mir doch keine Rücken- oder Arschhaare in den Kopf setzen. Wer sagt denn, dass Wie funktioniert denn das sonst? Man nimmt doch keine Arschhaare. Aber irgendwo müssen sie die Haare ja hernehmen. Ich werde mir ja keine Affenhaare auf den Kopf setzen. Ja, vielleicht Bein- oder Armhaare oder Bauchhaare? Ja, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier... Hier wachsen mir übrigens ein paar... Beinhaare. Okay, ich habe echt viele Beinhaare. Okay, genug über das Thema Haare. So. Okay, warte, wir können wirklich ein Geschenk zeigen. Was denn? Oder den Staubsauger habe ich schon gezeigt. Oder wir könnten erzählen, was wir für die Emmy eben uns überlegt haben, was wir da schenken. So, Bibi, du wolltest jetzt das Ding hier mal aufräumen. Komm, wir machen jetzt einfach das, was man eh so machen würde, also wenn die Kinder pennen. Aufräumen. Schlafen. Ich habe mir übrigens hier eine neue Handyhülle bestellt. Geil, oder? Kannst du im Spiegel zeigen. Räumst du dabei bitte den Hintergrund auf? Stell die Kamera doch noch tiefer. So?
Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingskarten oder Gesellschaftsspiele sind, die ihr gerne mit Freunden oder eurer Family spielt? Warum sollten die sowas Langweiliges in die Kommentare schreiben? Weil wir immer das Gleiche spielen. Soll ich euch einmal, komm, ich zeige euch jetzt einmal unseren Spieleschrank und dann sagst du mir, dass wir immer das Gleiche schenken. Räumst du in der Zeit schon mal auf? Spiele, nicht schenken. Wir haben so einen heftigen Spieleschrank. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich glaube hier. Der ist einfach komplett voller Spiele, dieser Schrank. Und das Geile ist, manche Sachen sogar noch original verpackt. Wir haben einen Pokerkoffer. Boah, Pokern wäre heftig. Es ist wirklich ein Pokerkoffer. Ist das... Oh, ich glaube, ich habe den Schrank kaputt gemacht. What's in our Schränke? Jetzt geht's ab, Leute. Mit einer Kameraperspektive, dass man nichts erkennen kann. Was ist hier drin? Noch mehr Spiele. Seht ihr das? So viele Spiele haben wir und die will noch mehr Spiele haben. So, was gibt's hier noch Schönes? Ah, okay, sieht man was? Hier sind so Fotoalben, die wir mal angefangen haben, für die Familie zu machen. Und nie beendet haben. Hier habe ich mir zwei Bücher gestern bestellt. Fand ich sehr geil als Dekoration. Habe ich noch nicht ausgepackt. So, du bist fertig mit der Aufräum-Action soweit. Da muss man der Bibi echt lassen. Dieses Ding, da ist wirklich cool. Da passt einiges rein. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, dass Spielzeug sich einfach sehr schnell ansammelt. Ja. Bibi, ich ziehe das durch, wenn das Video jetzt 2 Stunden dauert. Ne? Dass das Überwachungsgerät tutet. Dann ist der Akku leer. Geh mal oben ganz leise das Kabel neben deinem Bild. Nee, auf keinen Fall. Sollen wir mal live gehen jetzt dabei? Jetzt dabei? Ja, gehen wir dabei noch kurz live, aber nur so für 2 Minuten. Also praktisch, also wenn ein Kind aufwacht, endet die... Halt die Schnauze! Dann mach das doch. Ich fühle mich dafür aus. Nicht zuständig. Wir müssen übrigens die Emmy betrügen, denn die Emmy hatte nicht 24 Türchen. Aber dazu muss man auch sagen, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Türchen gegeben, da war so ein Quetschi drin und jetzt einfach weggeworfen, weil ich es gar nicht trinken. Dann habe ich es in den Schrank gestellt. Verpackt. Und dann gebe ich es ihr den Tag noch. Ja, die Bibi meinte auch so, ja, die Emmy kann ja nicht rechnen, scheiß drauf. Wir geben der Emmy einfach nur 12 Dinger. So haben wir Kosten gespart. Boah, wenn die Emmy das in 15 Jahren oder so sieht. Ich mach das Tuten wirklich nicht aus, ne? Der Leo, der hat letztes Jahr noch nicht mal. Doch, der Leo hatte letztes Jahr einen Adventskalender. Ey, sollen wir einfach mal im Keller gehen, ein bisschen Wäsche machen? Nee. Ja, sollen wir uns jetzt filmen, wie wir eine Serie gucken oder was? Wir gehen in die Sauna gehen. Oh. Ja, komm. Schnauze, wirklich, halt die verdammte Schnauze da hinten. Warum hast du mir so ein Ding gegeben? Du solltest bitte dahin zur Tony-Box stellen. Ganz kurz, Julia, ist dir bewusst, dass ich das sortiert habe und dass jede Box einen bestimmten Inhalt hat? Nee, es ist jetzt auch ein bisschen zu langweilig, wenn du da die ganze Zeit sitzt. Übrigens, unser Waschbecken sieht voll schmandig aus an den Seiten, weil das... Ach, halt's Maul. Auf jeden Fall will ich dieses silberne Ding auch da drum noch reinsetzen. Interessiert keinen, oder? An die Seiten, meinst du? An die Seiten, ja. Oh, die Whiskyflasche könnten wir auch mal nachfüllen. Das ist mein Feuerzeug, das ist leider kaputt. Julia, normalerweise... Tun wir einfach mal so, als ob es ein Livestream wäre, ja? Dann würde ich jetzt Leuten nach Fragen stellen, aber die haben ja keine Fragen. Livestream hat doch eigentlich auch irgendeinen Sinn, oder? Das Video hat auch einen Sinn. Ich finde das total lustig. Darum gehen wir jetzt auch runter Wäsche machen. Aber wieso funktioniert das denn? Komm, eine Runde Billard! Eine Runde Billard! Ja, Ehre, Ehre, Ehre! Kinderüberwachungsgerät, tut! Ja, Billard! Krass, jetzt macht die extra langsam, damit sie nicht Billard spielen muss. Kannst du bitte aufhören, mich die ganze Zeit zu filmen? Film du dich doch! Hast du gerade versucht, sexy dein Po rauszustrecken? Nee, ganz sicher nicht. Es funktioniert nicht. Ich muss das auch leider gerade von oben holen. Boah, sowas macht mich richtig anziehen. Boah, Leute, locker klingelt es gleich an der Tür, dann ist eh vorbei. Okay, warte, ich komm mit. Nee, ich habe keinen Bock mitzukommen. Komm jetzt hoch. Oh, Mann. Muss deine Schminke nach oben? Ja. Dann nimm die doch einfach mit, verdammte Scheiße. Check it. Und nimmt wieder nicht mit, wenn man. Ja, bitte. Hier ist ganz verknotet. Ob unser Bett gemacht ist? Ja, klar. Jetzt mach eine Runde Billard, wäre so cool. Ja, dann gehen wir jetzt eine Runde Billard spielen. Nein, der Leo schläft, aber der schläft ja erst seit 10 Minuten. Ich weiß. 15 Minuten. Wir haben dem Leo nämlich seinen Mittagsschlaf gestrichen. Aber heute war er so anstrengend.
dass wir ihm den Mittagsschlaf doch gegönnt haben. Obwohl, ehrlich gesagt, haben wir uns den Mittagsschlaf, seinen Mittagsschlaf gegönnt. Hat das jetzt ernsthaft aufgehört zu piepen? Hat das jetzt ernsthaft aufgehört zu piepen? Weiß ich nicht. Ich will jetzt Billard spielen, Mann. Ja, geh schon mal unten aufbauen. Ich komme jetzt. Was soll ich denn aufbauen? Nimmst du die Wäsche gleich mit? Du nimmst safe die Wäsche mit? Übrigens, also zwei übrigens. Einmal übrigens, hier an der Seite sieht man jetzt nicht, hängen noch ungefähr 500 Flummis von meinem 10.000 Flummi-Video drin. Erinnert ihr euch? Und mein anderes übrigens, dieser Pfirsichlikör hier ist absolute Ehre. Ich habe mir den bestellt. Wir machen so Pfirsich-Sauer immer. Oder gerne mal abends. Und das hier ist so ein Litschi-Likör. Und man darf nur 3 pro Person bestellen. Voll der Abfuck. Jetzt haben wir den einen oder anderen Freund mal gefragt, ob der vielleicht für uns was bestellen kann. Und eine Flasche kam letztes kaputt an. Okay, das war wirklich sehr uninteressant. Da bist du ja schon. So Leute, ich stelle euch jetzt mal hin. Das ist so crazy. Hä, wer hat denn hier sich so ein... Wer hat hier nicht sauber gemacht? Das war ich. Wie, das warst du? Warum warst du das? Ich mache immer sauber. Ich hab meiner Mama gestern Abend einen Cocktail gemacht. Ich habe irgendwie gedacht, wir gehen nochmal runter und dann riecht es wieder. Boah, krass. Leute, ich schwöre, ich mache immer sauber. Ja, die sahen aber auch mal fresher aus. Das sind so getrocknete Himbeeren, die sind ja richtig braun. Mit einem gewissen Bums. Mit einem gewissen Bums. Das ist eigentlich wieder wie neu, oder? Wie neu. Okay. Übrigens wusstest du, der Rafa hat hier sein YouTube-Video gedreht und hat voll den riesen Fettfleck hier hinterlassen. Ja, das wusste ich. Zeig es den Leuten mal. Ich weiß gar nicht, was er da hingelegt hat. Wir haben irgendein crazy Video für ihn gedreht. Dann hat er alle Materialien, die er für sein Video gebraucht hat, auf unsere Billardtasche. Boah, krass, so sieht man es richtig doll. Ja, genau, hat alles da hingelegt und eins war irgendwie voll das verfettende Ding. Badabam. Ich bin. Ich Was schätzt ihr, wer gewinnt? Ja, Mann! Jetzt erlebt ihr mich so, wie ich normalerweise nicht spiele. Badabim, badabum, badabam. Oh, bang, 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 bang. Das heißt, ich hab die halben. Ja. Didi. Didi, 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 didi. Das ist echt so ein bisschen wie ein Livestream, finde ich lustig. Nee. Ah, sieht in den Videos immer einfach. Ah, ich habe was manchmal spannend. Ah, warte. Also, du siehst es. Ach, Julian. Ah. Dein Ernst? Ja. Nicht lustig. Soll ich mal kommen kurz? Ah. Was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Das ist doch nicht dein Ernst. So mach die Kamera aus. Nein. Das wird alles mitvermarktet. Leute, ich habe mir irgendwas verspannt gerade hier im Nacken. Verrenkt vielleicht eher, oder? Oh krass, warum wollte ich diesen Move machen? Wisst ihr eigentlich, wie oft jemand sich schon wochenlang nicht bewegen konnte, weil er für irgendein Video irgendwas ganz Dummes gemacht hat? Ich habe einmal mit einer Axt habe ich versucht, ein Handy zu zerschlagen. So ein Dach. Und dabei habe ich mir auch 2 Wochen lang meinen Nacken verspannt und konnte den nicht mehr bewegen. Kann irgendwer die Bibi wegbearbeiten? 3, 2, 1. Guck mal, jetzt habe ich es voll verkackt. Der Schlag nur, damit wir jetzt eine coole Aufnahme haben. Und dabei ist unsere Glühbirne weiter geschrottet. Warte, muss ich einfach kurz die Zähne drehen, die Kamera. Moment. Toll, danke. Mist, verdammter. So, warte, ich werde hier die Position. Also gerade letztendlich, wenn ich es nicht treffe, dann liegt es an irgendwelchen anderen Gründen. Mm, ist klar. Nein, du hast es voll verkackt! Bianca vor, noch ein Tor. Bianca hinterher. Oh, oh ne, jetzt musst du dir nach da und ich muss meinen nach da. Ich hier und du da. Oh ne, ich hab in der Bruder. Komplett mal liegen, bleibt da irgendwo liegen. Nein, das ist doch schlecht für mich. Ja, ich hab aber... Ich hab dir eben ja wohl die krasseste Vorlage aller Zeiten gegeben. Danke, danke Julian. Ich wollte gerade sagen, danke Leo. Danke Julian, damit hab ich wohl gewonnen. Ja, komm.
So, jetzt mal, sollen wir hier unten schnell einen Cocktail machen? Nee, dann ist alles wieder dreckig. Ja, ist egal. Haben wir ein Sprudelwasser noch? Ich weiß nicht, aber Limette ist doch auch oben, oder? Ich glaube, wir haben noch eine Kasse Sprudelwasser. Okay, also. Wir brauchen. Haben wir nicht hier stehen, aber wir brauchen zwei Gläser. So. Wir haben auch keine Limette hier. Eben, deswegen sag ich doch, lass mal lass hoch. Lass uns doch am besten einfach nach oben gehen. Ach, das habe ich doch gesagt. Wir gehen nach Hause. Wir müssen auf eine Weintour. Soll ich euch meine Weinflaschen zeigen? Weil du so viel Wein findest, nicht so gut aus. Das sind ehrlich gesagt einfach nur die Weinflaschen, die Freunde und Familie hier vergessen haben. Naja, ich habe auch mal ein bisschen was gekauft zu einem Familienfest. Ich habe noch nie in meinem Leben Wein getrunken. Hier. Füllst die beiden Gläser mal bitte mit Eis. Hier. Wir brauchen einmal den Likör eurer Wahl. Ich bevorzuge gerne Pfirsich- oder Litschi-Likör. Und dann braucht man optimalerweise braucht ihr jetzt eine Limette. Haben wir nicht. Und deswegen nehmen wir Zitronen. Deswegen nehmen wir eine Zitrone. Die Limette schmeckt deutlich besser. Echt? Ja. Ich finde es mit Zitrone sehr, sehr geil. Nehmt gerne das sprudeligste Sprudel, was ihr da habt. Also es geht auch wirklich mit anderen Likören, ne? Dann hast du wirklich... Hier sind Fruchtlikör. Ja, ich würde aber so ein Fruchtlikör nehmen, billiger. Auf entspannter Ebene. Boah, der wird sehr sauer, wenn ich komplett reinpresse, die halbe Zitrone, ne? Bitte. Hast du Bock auf sehr Dings? Also halbe Limette oder halbe Zitrone. Ihr werdet gleich euren Augen nicht trauen, wie einfach dieser Cocktail ist. Dann packt ihr, wo ist der Cocktailmesser? Ist er noch in der Spülmaschine? Dann packt ihr circa 5 Zentiliter von eurem absoluten Lieblingsfruchtlikör rein. Zack, bumm. Zack, bumm. Mit Eis auffüllen und jetzt mit Sprudelwasser den Rest geben. Dann einmal unterheben, nicht wahr? Strohhalm können wir uns sparen. Prösterchen. Ich würde sagen, jetzt setzen wir uns mal die Glotze, oder? Ja. Wir müssen noch Weihnachtsgeschenke bestellen. Oh, ich könnte die ganzen Weihnachtsgeschenke in der Zeit einpacken, wo die Kinder schlafen. Boah, wir haben wirklich sehr viele Kleinteile, die wir einpacken müssen. Ja, wir könnten ja die Geschenke für Emmy und Leo einpacken. Ja, für Emmy. Das Geschenkpapier ganz oben. Ja. Sollen wir für Leo das Geschenk erstmal rausholen aus dem Schrank? Wo ist das denn? Also, ich habe es schon mal irgendwo erzählt, aber ursprünglich hatte ich für seinen Geburtstag ein Parkhaus und eine Feuerwache bestellt. Und, okay. Also Juli, eins davon ist das Parkhaus und das andere ist die Feuerwache. Und ich würde ihm gerne das Parkhaus mit den, ja genau, die Autos. Ja, Julian, ich habe hier jetzt deinen Cocktail. Gib. Das ist die Feuerwache, ne? Ich hätte gerne das Parkhaus gehabt. Das ist die Feuerwache? Hm? Für wann ist das denn? Ja, keine Ahnung. So, den habe ich auf die Treppe gestellt. Das ist das Parkhaus, finde ich richtig geil. Mit so 3 Ebenen und so Holzautos. Dann habe ich nochmal hier so ein extra Paket mit Autos und Ampeln und sowas geholt. Und das ist die Feuerwache. Julian, was sagst du? Oh nein, es klingelt! Oh nein. Jetzt ist der Leo wach. Nimm mal bitte. Ist der Leo nicht aufgewacht? Der ist noch nie nicht durch die Klingel nicht aufgewacht. Noch nie nicht durch die Klingel nicht aufgewacht? Das war zu viel für mein Gehirn. Hallo. Nein, das kann nicht sein, dass der noch schläft. Das kann echt nicht sein, ne? Ja, machen wir das Paket auf. Geil, Live-Unboxing. Ja, Lena, das ist irgendein Weihnachtsgeschenk. Ach so, das ist natürlich blöd. Mach es doch nicht so. Was ist das? Kann ich es filmen? Ja, geht. Kann ich es filmen? Das ist eine neue Spulenmaschine, glaube ich. Echt? Oder? Als ob! Geil! Wie geil ist das denn? Da haben wir, gerade noch benutzt für den Cocktail. Hi ihr Lieben, sorry, dass euer... Oh nein, dass der Carbonator so schnell den Geist aufgegeben hat. Hier kommt unser neuer Modell 3. Weil du letztens in deiner Story gepostet hast, dass das oh nicht nein. funktioniert hat. Oh Mann, vielen Dank. Das Ding ist so geil. Ich liebe das. Das ist echt sau. Boah, dann können wir das nicht wahrstellen unten. Das ist ja auch eine geile Idee, ja. Boah, nein, mit Geschmacksrichtungen. Echt?
Waldbeere. Als ob es sowas gibt. Das feiere ich gerade hardcore. Bibi? Ja. Kannst du vielleicht nochmal posten, dass es kaputt ist? Das ist nochmal zurück. Nein, vielen sehr, Dank, sehr lieb. Boah, wie aufmerksam seid ihr bitte. Das ist so krass. Auspacken. Boah, freue ich mich echt. So, Julian. Warte, was ist denn jetzt mit? Wo ist mein Cocktail? Was nehmen wir denn jetzt? Feuerwache, Auto, Haus, beides. Ich wollte immer schon, als ich klein war, ein Parkhaus besitzen. Von daher würde ich ein Parkhaus schenken. Ich würde auch das Parkhaus nehmen. Dann packe ich das Ding jetzt ein. Oder wäre das nicht cool, wenn ich das aufbauen würde und er es aufgebaut auspackt? Weil sonst kriegt er das in Einzelteilen und checkt überhaupt nicht, was das ist. Die Küche haben wir auch aufgebaut, ihm geschenkt. Man meint, sie hat nicht Spaß, um das zusammen aufbauen? Nee, dann ist er voll ungeduldig einfach und will damit spielen. Meinst du? Glaube ich schon. Kannst du das aufbauen und ich setze mich dabei vor den Fernseher? Okay. Und dann macht er gleich auf und dann ist hier das... Die Maschine ausprobieren. Nein, ich setze mich jetzt erstmal. Warte, ich muss mal, kann ich mal für 10 Sekunden auf Pause drücken, weil ich muss dir was richtig Cooles erzählen. Ich habe das gehört. Die Leute das nicht wissen, oder was? Also, die Leute, die das hier sehen, dürfen es vielleicht. Ja, nee. Also, die Familienmitglieder, die das sehen könnten, dürfen sich wissen. Zum Beispiel, ja. Okay, dann stell die Kamera möglichst weit weg, dann flüstert mir jetzt ins Ohr. Okay, warte. Weil wenn das ein Kind in der Sekunde aufwacht, kann man verkacken. Ja, du hast recht. Warte, ich. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es cool ist. Überlegen wir. Okay. Okay, das heißt, aber es ist doch wirklich cooler, das aufgepackt zu schenken, oder? Dann kann er direkt damit spielen. Mhm. Okay, das heißt, ich mach das mal auf. Das heißt, unsere Kinder schlafen und wir spielen jetzt mit den Kindersachen. Fast. Ich öffne das mal und guck mal die Gebrauchsanleitung an. Wenn da jetzt steht, fünf Minuten Aufbauzeit mache ich. Wenn da jetzt steht, eine Stunde Aufbauzeit mit 3 Personen, dann mache ich es nicht. 5 Stunden mit 3 Personen? Das wäre ein heftiges Kinderspiel. Wo ist das Messer, was ich eben noch in der Hand hatte? Nimm doch jetzt mal die Kamera, warte. Mhm. Halt mal ein bisschen fest im Umkarton. Aber ganz ehrlich, so laut wie wir hier sind, ist es wirklich ein Wunder, dass die noch pennen. Was denn? Ich glaube, das wird so süß, das Parkhaus. Was machen wir denn, wenn der jetzt aufwacht und hier alles rumliegt? Dann muss es ganz schnell verschrecken. Ja. Was muss ich mich jetzt 2 Wochen jeden Tag anhören? Parkhaus. Was schätzt du eigentlich, wie viel Euro wir für ein Fußfoto von dir kriegen würden? Ach, Juli. Habt ihr unseren letzten Podcast gesehen? Da hat eine Frau ihre... Gesehen, oder? ...gehört, hat ihre Füße verkauft. Ihre Füße? Oh Gott. Diese Fußfotos verkauft. In dem Podcast ist mir auch so ein peinlicher Fehler passiert. Dann reden wir so, haben wir über peinlichste Geheimnisse geredet. Dann meine ich zu der so, hat sie gesagt, dass sie Fußfotos verkauft und so und damit ihren Lebensunterhalt bezahlt. Und dann meinte ich so, ja, wie viel Fußpilz kriegst du denn? Oder ich weiß nicht, irgendwie sowas richtig Dummes. Du hast auf jeden Fall. Ich habe Fußpilz anstatt Fußfoto gesagt. Ja, so war es. Aber sie hat gesagt, dass sie 500 Euro damit im Monat verdient. Ne? Mhm. Krank. Kann ich schon mal irgendwas irgendwo reinbringen? Liegt hier irgendwo die Fernbedienung? Sag's mir. Bringt nichts. Wenn ihr es seht, dann schon zu spät. Och Mann! Hast du die Fernbedienung versteckt? Nee. Sicher. Ich glaube, der Leo hat die bestimmt irgendwo versteckt. Übrigens, lustiger Funfact, dieses Kissen hier haben wir hier, wollten wir eigentlich wegschmeißen. Weil wir es versucht haben zu reinigen, weil hier irgendwo so ein richtig ekelhafter Fleck drauf ist. Sieht man jetzt nicht. Aber so ein richtig ekliger Fleck drauf. Und dann habe ich es einmal hier unten hingelegt, dann habe ich mich einmal drauf geflezt und jetzt will ich es nicht mehr wegschmeißen. Bibi, wenn du mir jetzt die Fernbedienung holst, dann kriegst du von mir 5 Minuten Rückenmassage. Nee, keine. 7 Minuten. Nein. Du willst verhandeln? Wie viel willst du? 7 Minuten ist krass. 9. 9,5 und ich schlage sofort ein. Ja, komm, mach 10. Dann gib mir jetzt die Fernbedienung. Ja, ich komme ja. Nackenmassage. Rücken ist so viel bei dir. Ja, aber wo soll ich dir denn jetzt? Wenn du es nicht findest, musst du mir 10 Minuten den Rücken massieren. Fall. Hier wird so viel mit Rückenmassagen verhandelt, das glaubt er nicht. Boah, hättest du gedacht, dass das Video so lange dauert? Das ist ein Traum. Oh Mann, ich hab doch eben... Hast du die bestimmt jetzt versteckt? Nein, ich hab die nicht versteckt. Was würde mir das bringen, als würde ich dir gratis Rückenmassage anbieten? Boah, ich hab so einen Hunger. Bestellen wir was? Oh ja! Was soll ich bestellen?
die letzten Tage? Ich hatte Bock auf diese... Asiatisch? Können wir oder diese, Burger? Können wir dieser geilen Bowl da bestellen, wo wir letztens gegessen haben? Nee, ne? Die liefern nicht. Oh, Family Guy wäre jetzt auch nice. Ja, gut, dann musst du aber jetzt die Kamera irgendwo hinstellen. Ich gucke jetzt eine Folge Family Guy, weil ich das nie gucken kann, wenn der Leo wach ist. Beziehungsweise die Sendung ist halt ab 16 und die boxen sich da voll auf die Gesichter ein und machen keine Ahnung was für crazy Sachen. Und die Folge hat mir jetzt ein Freund empfohlen. Folge Staffel 12, Folge 14. Meinte er, wäre äußerster Lachkick. Darum ziehe ich mir die jetzt rein. Let's go. Echt jetzt? Ja, ah, perfekt, Leute. Ich habe genau eine Folge geguckt. Juli, kannst du mal die Messer hier auf den Boden wegräumen? Ja. Oh nein, guck, hol den schnell, sonst wacht die Emmy auch noch auf. Ja, Leo ist aufgewacht. Und das bedeutet, dass Leo an dieser Stelle beendet. Oh nein, ich muss schnell das Ding wegräumen. Dann zieht der Leo nachher sein Weihnachtsgeschenk. So. Da kommen sie. Das war's mit dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Zeit. Schaltet jetzt auch in unseren Podcast ein. Ich bin wieder eingeschlafen. So halb. Dann geht das Video jetzt weiter. Nein, Spaß. Schaltet auch gerne in unseren Podcast ein. Ich habe ja eben schon kurz drüber gesprochen, worum es ging. Und dann würde ich sagen, ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar in den Kommentaren. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. War auf jeden Fall mal was anderes. Wenn du sollst das Video beenden, wenn du wachst. Du lachst. Ja, tschüss.